Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Final Fantasy 7 Rebirth. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Freunde, wie immer natürlich danke für eure Unterstützung bei dem Projekt bis hierhin. Ich würde sagen, wir machen weiter. Ich habe jetzt ein paar Sachen hier im Gebiet gemacht. Kann ich das euch gar nicht zeigen, warte. Müsste eigentlich gehen, wenn ich jetzt hier nochmal rauslatsche. Genau, ein paar Sachen hier abgeklappert. Aber ja, ich habe es ja schon mal gesagt. Ist es nicht sonderlich spannend, ist es nicht sonderlich spaßig. Ja. Es ist halt fun. Das kann man sagen. Freunde, lasst mir gerne ein bisschen weiterhin Liebe da für die Videos. Würde mich sehr freuen, wenn ihr es weiterhin unterstützen würdet. Wohl zu Fuß hoch. Schaffen wir das denn auch? Mit Links und 40 Grad Fieber. Konzentrier dich einfach auf die Aussicht. Gibt doch nichts zu sehen. Hm? Es sei denn, du meinst das Schrottding von Reaktor. Ah, stimmt. Du kennst dich hier ja gut aus, Barrett. Los, gehen wir. Sag mal, wusstest du, dass Materia kristallisiertes Mako sind? Klar. Das heißt, wenn es oben einen Reaktor gibt, gibt's auch Materia? Na dann, Volldampf voraus! Alles klar. Yuffie, wir sind jetzt ein Team. Also benimm dich auch so, keine Alleingänge. Hä? Brauche ich jetzt etwa für alles deine Erlaubnis? Ganz genau. Verstehe. Barrett, darf ich singen? Was? Darf ich mir den Rücken kratzen? Darf ich mir im Ohr popeln? Darf ich gehen? Hey, darf ich? Jetzt sag schon. Ich, darf ich? Wie alt ist Yuffie eigentlich zu dem Zeitpunkt jetzt? Hey, das ist eine Einschränkung meiner Grundrechte. Hörst du? Sag mal, Tifa, wie hältst du es nur mit so einem Idioten aus? Naja, er hat mehr gute als schlechte Seiten. Du meinst 49% Idiot, aber 51% netter Kerl? Ein paar Prozent mehr netter Kerl. 54, 55? Mehr? Weniger? So ungefähr. Nicht du auch noch. Hört mal auf, Barrett zu ärgern. Was soll das, ey? Was soll denn Mist, ey? Ich glaube, Aeris braucht eine Pause. Entschuldigt, meine Beine sind schon ganz schwer. Machen wir eine Pause. Aber wenn wir trödeln, dann schnappt sich die Materia... Ich meine, entkommen uns die Umhangtypen noch. Ich habe eine Idee. Ich gehe vor und kundschafte schon mal die Gegend für uns aus. Ihr kommt einfach irgendwann nach. Dann bis nachher. Wusch! Das setzt er wohl gerne. Kommt gar nicht in die Tüte. Ich gehe den beiden lieber nach. Barrett ist nicht ganz er selbst. Und ich mache mir Sorgen. Mach das. Wir warten oben auf euch. Lasst euch Zeit. Danke. Werden wir. Okay. Schon. Oh. Zauberstab, nice. Wie die da rüber gesprungen kommen. Okay, so, das mal mitnehmen. Warte mal eben kurz. Kaufen. Was haben wir hier im Angebot? Megatrank. Sehr nice. Hä? Ich habe keine Superkraft. Warte mal, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich habe hier welche hergestellt. Oder sind es andere? Ich habe gerade erst welche hergestellt, bevor ich die Aufnahme gemacht habe. Das ist ja frech. Ja, ich muss mal ein paar kaufen. Ey. Auch wenn das schmerzt, aber ich muss es kaufen. Ach so, ja, das wollte ich auch mal abchecken nochmal. Kaufen wir auch nochmal einen davon. Ausrüstung muss ich auf jeden Fall nochmal checken. Glücksboost, TP-Boost. Ich hole mir noch einen davon. Das ist ja frech. Ich habe mir auch voll viele Heiltränke hergestellt. Wo sind die Sachen alle hin, Alter? Das kann ja wohl nicht sein. Wofür sammle ich sonst die ganzen Sachen hier die ganze Zeit? Oh Mann, es ist frech.
Okay, hier müsste ich eigentlich auch mal gucken. Ah, okay. Immerhin 20 Punkte. Was geht ab? Codex Stufe 4. MP-Maximum nehmen wir direkt mal. Reduziert erlittenen Schaden beim Blocken um 5%. Auch nicht verkehrt, ne? Herif. Einfach mal nehmen. Erhöht magische Abwehr. Achso, haben wir schon. Okay. Ich bin ein bisschen geschockt, dass meine ganze Sache weg sind, Alter. Ich habe so viele Sachen hingestellt. Guck mal, ich habe auch gar kein Seil mehr. Wo sind denn die Sachen hin, ey? Wurden die in eine Kiste gepackt? Gibt es hier so eine Kiste oder sowas? Ich weiß nicht. Nee, eigentlich nicht mehr. Das ist frech. So, drauf. Da. Sag mal, was für Schaden du bekommst mit einem Furzschlag. Das ist nicht normal. Ich weiß gar nicht, wo der Gegner ist. Ich habe gar keine Ahnung. Was ist das für Mucke? Bin mal so frei. Eis. Was? 700 Schaden? Was war das für ein Move? Nochmal 500 Schaden hinterher. Was hat mich da getroffen? Alter, was sind das für Viecher? Willst du mich verarschen? Also, Junge, ernsthaft jetzt mal. Ernsthaft jetzt mal. Warum machen die so viel Schaden? Ich komme mir wirklich vor wie die größte Pflaume überhaupt. Ohne Scheiß. Ich komme mir vor wie der größte Spaß überhaupt, Alter. Ohne Witz. Das ist doch ein Witz, Alter. Das ist wirklich ohne Scheiß, ohne Scheiß. Das geht gar nicht klar. Das geht überhaupt nicht klar. Okay, zumindest haben wir jetzt hier zwei Punkte, die wir auswählen können. Das ist doch schon mal immerhin etwas. Sturm, habe ich das überhaupt? Alter, der hat ja fast gar nichts, Alter. Der hat fast gar nichts. Ich packe mal TP-Boost rein. Geschwächte Abwehr, Zeit. Warum hat er fast gar nichts, Alter? Der arme Red, ey. Der arme Red. Nimm einfach mal. So. Die hat ja auch noch voll den Überschrott, ey. Guck dir das mal an. Auch Ohrring einfach nur. Erhöht die Magie. Nimm das selber. Ich komme nicht drauf klar, dass sie so viel Schaden machen. Also ich finde das echt frech. So, okay, wo wollen wir denn genau hin jetzt hier? Warte mal, müssen wir gleich nochmal checken. Weil hier ist ja auch ein Weg. Oh ne, eigentlich, ey, ohne Witz, wenn ich das schon sehe, dass ich da runterklettern muss und vielleicht dann wieder hochklettern. Jetzt schon meine Begeisterung an Grenzen, ja, aber gut, was soll's. Ich muss hier kurz mal wenigstens einmal kurz durchlaufen, abchecken, was hier abgeht.
einmal wenigstens ganz kurz checken. Kann man da rüberlatschen hier auf dem... Tja, ey, ja. Mal schauen, ne? Mal schauen. Verzieh dich! Hat das getroffen? Ich glaube ja. Geil ist aber auch, dass sie absolut einfach nicht heilt, ne? Also irgendwie, ich weiß nicht. Also es läuft irgendwie mit den Figuren, die ich nicht steuere, läuft es nicht so, wie ich es mir vorstelle, ne? Die bauen so wenig ATB-Leiste auf. Ja, man kann das da irgendwie machen, dass sie das mehr machen und so. Da muss man wahrscheinlich auch wieder was einstellen. Aber dann sind andere Sachen wieder weg. Die sind allgemein so passiv. Ich habe mehr als die Hälfte meiner Lebensenergie verloren. Warum heilt die nicht? Kann man... Ich weiß nicht. Ich meine, das habe ich ja eingestellt, dass sie das automatisch heilt. Aber kann man nicht, wie in anderen Spielen, grundsätzlich die Aufgabe der Figuren... Konnte man das nicht einstellen? Dass ich sage, Aerith soll einfach komplett nur auf Heilung gehen und passiv sein? Also defensiv meine ich, nicht passiv, sondern defensiv. Verzieh dich! Guck mal, Cloud ist fast tot. Jetzt kommt die Heilung endlich. Wow! Weißt du, dass du Barrett zum Beispiel auf offensiv stellst, sie auf defensiv? Das müsste doch eigentlich gehen, oder? Aber ich weiß nicht wo. Ich musste dann nochmal nachchecken. Ich meine, das kannst du ja in jedem anderen Rollspiel eigentlich machen. Also zumindest in den meisten. Yeah, boy! Ja, mit der Kiste. Rubin, nice, cool, freue ich mich, mega. Gott, wie kann man dem ausweichen? Krank. Kranke Scheiß, Mann. Ja, das war's dann. Okay, was ist das hier? Ist das jetzt der normale Weg oder was? Oder. Hier geht's gar nicht weiter, oder? So, okay, einmal. Ja, ich hab einfach nichts. Nichts mehr davon. Das Gute ist, wir kommen jetzt mal ein bisschen zum Kämpfen, weißt du, dass wir ein bisschen aufleveln können wenigstens. Hier ist noch nicht vorbei. Auch wenn ich jetzt natürlich nicht so viel Erfahrungsmut gegeben. Diese scheiß Igel-Monster-Drecksviecher, Alter, die hauen so hart rein. Skandalös, das ist wirklich skandalös, ey, ohne Scheiß. Das ist ein Skandal, einfach. Ein Skandal! Was ist das denn jetzt hier wieder? Aha! Oh yeah! Und MP-Boost, naja, immerhin etwas. Wir müssen einfach nur langsam an eine bessere Waffe kommen oder überhaupt mal langsam wieder eine neue Waffe, weißt du? Am besten eine, die noch mehr Materieplätze hat. Ja, es ist vorbei.
Schiss! Du musst das beenden. Der ist für dich. Genug. Bringen wir es hinter uns. Na dann. Und scheiß, Aerith wartet, bis ich eiskalt umfalle und sterbe. Wie wartet? Ist ja vollkommen scheißegal, Mann. Vielleicht nochmal, ne? Nicht auf sie! Oh Mann, Alter. Guck mal, wie egoistisch die ist. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Warte mal. Wiederholt einsetzen. Ah, man kann das direkt drücken. Okay. Ich hab, muss ja sagen, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass die jetzt die Zeit nutzen, um mal ein bisschen zu quatschen, oder? Während die anderen schon vorgelaufen sind. Nice. Sehr gut. Oh Gott. Kurz und schmerzlos. Nur ein Kratzer. Okay. Sehr gut. Kletter doch einfach. Das war's nicht. Hat die mich gerade geheilt tatsächlich? Glaube ich. Glaube ich, flippe aus, ey. Ein bisschen Zinkerz. Ist da unten gerade? Nee, ne? Doch, oder? Doch, 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 ja. Muss das wirklich sein? Ja, es muss sein. Nimm das. Wir müssen stärker werden, immer stärker. Das hat geklappt. Das hat geklappt. Aerith, wie sieht's aus? Viel besser. Ich fühle mich so seltsam leicht. Als würde mich jemand von hinten schieben. Du bist eins mit dem Berg geworden. Ist sie das? Wirklich? Hallo! Wir sind jetzt eins! Erzähl ihr doch nicht solch einen Blödsinn. Ich übernehme die volle Verantwortung. Zur Not kann ich den Rest des Weges tragen. Echo! Erzähl dir doch nicht so einen Blödsinn. Ey. So. Okay, wie sieht's denn bei ihr aus? Okay, sie steht ganz kurz davor, auch das nächste Level zu erreichen. Sehr gut. Womit wurde das eigentlich erklärt, dass wir unsere ganzen Level aus dem ersten Remake-Teil verloren haben? Wurde das eigentlich irgendwie erklärt? Nee, nicht wirklich, oder?
Auch die ganzen Fähigkeiten, die ganzen Waffen und so. Muss ich ehrlich sagen, das ist irgendwie so eine... Stimmt, wenn ich jetzt so überlege, das ist eine richtig krasse, vertane Chance eigentlich, wa? Warum wurden nicht die ganzen Waffen übernommen, Alter? Jetzt mal ernsthaft. Das macht doch... Obwohl, wir waren auf der Flucht und so, ja, aber... Dass wir dann stellenweise die gleichen Sachen wiederfinden, per Zufall so. Obwohl es ja so krasse Schwerter sind, weißt du? Dass einige dann wiederkehren, die du eigentlich schon mal hattest. Und die sonst auch kaum jemand anderes benutzen würde. Wer hat die denn hergestellt, weißt du? So mäßig die Frage. So, warte mal, werden wir hier lang gehen oder müssen wir einmal hier komplett rum? Ich habe gar keinen blassen Schimmer, Alter. Aber es sieht fast schon so aus, als wenn wir in die andere Richtung müssen. Aber trotzdem will ich ganz kurz mal hier schauen, was hier so abgeht. Was machst du denn, Alter? Lauf doch einfach wie ein Mensch. Ja. Ja, ja. Vor allen Dingen, nächste Frage. Wenn die vorgelaufen sind, warum ist die komplette Gegend hier voller Monster immer noch? Seid ihr vorbeigelaufen oder was, ihr Schisser? Wenn Cloud nicht dabei ist, rennen die an allen Gegnern vorbei oder was? Wow, wie es mir doch noch einen Schaden gegeben hat. Scheiße, ja. Was hat er gesagt? Er kennt kein Mitleid? Materia, die nächste heilen von ihm jetzt oder was? Oder von ihr? Früher wusste man sich auf dem Berg noch zu benehmen. Ist doch wohl nicht zu viel verlangt, mal zu grüßen. Beruhig dich, Bruder. Früher wusste man sich auf dem Berg noch zu benehmen. Ja, ist doch gut. Heul doch nicht, Mann. Zur Abwechslung mal Leute, die wissen, was ich gehört. Heute sind nämlich ungewöhnlich viele Bergsteiger unterwegs, aber keiner von denen bekommt den Mund auf und grüßt vernünftig. Viele von denen waren schwarz gekleidet und sahen mir recht kränklich aus, aber auf Nachfrage bekam ich nur Schweigen als Antwort. Unerhört, was man sich heutzutage auf dem Berg bieten lassen muss. Tja. Ja, mit dem ganzen Stoff. Die Zeit drängt. Holy moly. Ja, genau. Ja, genau. Oh, ich hoffe, ich kotze schon ab. Na schön. Was? Du bist dran. Ausgerechnet jetzt. Scheiße. Was soll denn das? Gib mir eine Leiste, Mann. Meine Fresse, jetzt bin ich tot, Alter. Weil es wieder 35 Jahre gedauert hat. Das wird er nicht mehr überleben. Oh doch. Let's go. Weil sie ist ja wieder nicht interessiert, Alter. Ohne das, Mann. Yeah.
volle Kraft. Genau so. Links. Es ist aus. Nimm das. Scheiße, Mann. Sehr gut. Benimm dich nicht. Lass mich mal. Der Feind ist geschwächt. Jetzt gebe ich alles. Puh, Junge, haben die ausgehalten, ne? Okay. So langsam müsste doch mal so eine Bank kommen, oder nicht? Hä? Ach da! Ich hab die gar nicht gesehen. Ne? Aber wie lange geht denn der Anstieg noch, Alter? Ohne Scheiß! Was ist das für ein Berg? Vor allen Dingen, wie weit sind die vorgelaufen? Ne? Ein bisschen Zeug. Na, endlich. Der gehört Shinra. Ob der Yuffie und die anderen entdeckt hat? Beeilung. Wer wagt es? Verzieh dich! Bis hierhin, wir sind hinter uns! Es ist vorbei! Nice. Die Zeichnungen, unfassbar. So, kletter um dein Leben, Kleiner! Los, kletter! Aha. Na, endlich. Aha. Okay, Äther kaufen wir. Feder kaufen wir. Ich kaufe hier nochmal 10 Stück, ist mir scheißegal jetzt. Wegen der Kohle. Wie gesagt, ich habe so viele hergestellt, ich weiß nicht, wo die hin sind. Keine Ahnung, Mann. Irgendwas ist da schief gelaufen. Ich wurde betrogen wahrscheinlich. So, endlich sind wir oben, ja. Uns etwa gefolgt? Was? So ein Blödsinn. Die Schwarzkutten hatten sich in Junon verlaufen. Wir haben sie eingesammelt, aber dann sind sie durchgedreht. Also setzen wir sie hier ab. Hab absolut keine Ahnung, was auf einmal in die gefahren ist. Egal. Wird nicht dafür bezahlt, darüber nachzudenken. Also, verschwindet ihr? Du meinst Brut und mich? Klar?
gerne noch länger geblieben. Aber wir haben viel zu tun. Deshalb müsst ihr euch heute mit dem da begnügen. War schön, euch gekannt zu haben. Passt auf. Okay. Oh, weg, 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 weg. Nice, 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 yes. Okay. Sehr gut, Junge. Ja, kannst du so fliegen, wie du willst, ey. Oh, nice, ausgewichen. Warte, 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 warte. Du dumme Sau, du, ey. Das ist die Chance. Phoenix. Stirb. Hier ist jetzt Schluss. Okay. Warte, 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 warte. Phoenix. Nein! Oh! Guck mal! Ey, Freunde! Jetzt mal ernsthaft! Ey, diese Attacke macht 200 Schaden! So eine random Piss-Attacke von irgendeiner Seegurke da am Land vorhin, die wir bekämpft haben die ganze Zeit. 110 Schaden oder sowas. Das ist irgendwie, das meine ich, das ist irgendwie so ein bisschen unverhältnismäßig irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt so komisch. Du weißt gar nicht, was kannst du für Schaden erwarten. Bei anderen hauen die voll rein. Hier denkst du, Junge, das ist ja einfach ein Zwischenboss. Der denn voller Lappen ist einfach. Das ist einfach so komisch. So. Ja, 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 ja. Oh oh. Du bist im Visier. Ja, danke. Oh. Ich sehe nichts. Ich habe einfach gespürt, dass er gerade schießt. Oh. Komm doch her, du Sau. Genau so beenden wir es. Hier ist jetzt Schluss. Habt ihr mal den ATB-Leister aufge... Naja, haben sie beide wieder nicht. Ey, machen die überhaupt irgendwas? Naja, machen sie nicht. Aha! Jetzt gibt's Fratzengeballer. So. Weißt du, ich habe jetzt vorhin nicht gesehen, ob das überhaupt irgendwie ein bisschen Schaden gemacht hat. Ja, ich glaube, das war die gerade mit 3000 Schaden, würde ich mal brauchen, ne? Das hat ganz gut reingehauen. Au, au! Dein Einsatz. Nice. Aua. Au, au. Au. Oh, sie hat mich geheilt. Das ist ja der absolute Wahnsinn, dass ich das noch erleben darf. Wunder geschehen, wenn man dran glaubt. Oh yeah. Ey, den habe ich ja wirklich. Den habe ich schon nice platt gemacht, oder? Kann man auch mal reinschreiben in die Kommentare, Mann. Das war's.
Das war nur ganz gut. Nice, du geiler Typ, du. Wie geschmiert! Wie geschmiert, ja, genau. Die Turks sind also wieder im Dienst. Die wird man wohl niemals los. Echt? Beeilung, die anderen warten auf uns. Nun gut, kommen wir zum Projekt Magnus Materia. In all unseren Reaktoren waren zeitgleich ungewöhnliche Ausschläge des Energieniveaus zu verzeichnen. Nach der Analyse der uns vorliegenden Daten schlussfolgern wir, dass diese Störung auf die Existenz einer gigantischen Lebensform zurückzuführen ist. Oh, das ist doch eine meiner geliebten Arma. So sieht es aus. Die Aufzeichnungen bestätigen es. Diese Wesen treten wohl in Erscheinung, wenn dem Planeten Gefahr droht. In jeder Arma steckt eine gewaltige Materia. Oder sollte man sagen, dass sie aus dieser Materia geboren wurden? Ich sehne mich nach ihnen, seit ich von ihrer Existenz erfuhr. In ihnen schlummert das Geheimnis allen Lebens. Ah, allein die Vorstellung, sie mit meinen eigenen Händen auseinanderzunehmen. Bis ins kleinste Detail will ich sie beleuchten. Was ist? Mein Ziel ist die Sicherstellung einer Magnus-Materia. Haben wir es, die Arma? Geht auch Ihr Traum in Erfüllung, Professor? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Was soll uns die Suche nach der Magnus Materia bringen? Wir sind kurz davor, sie künstlich zu reproduzieren. Das ist mir sehr wohl bewusst. Wir wollen aber auch versuchen, sie in ihrer natürlichen Form zu extrahieren. Und dann sollen wir das Ding wohl in die Lobby hängen, was? Die Materia interessiert mich überhaupt nicht. Aber die Überreste der Arma nehme ich gerne. Kommen Sie, Direktor. Keine weiteren Spielchen. Wutai ist hinter ihr her. Aber warum haben Sie uns das denn nicht gleich gesagt? Heidecker, ich brauche Truppen. Nur das Beste für Sie. Wenn Sie erlauben. Was ist? Es gibt da eine Frage, die mir Ihr Vater nie beantwortet hat. Dürfte ich sie Ihnen vielleicht stellen? Die Zerstörung der Reaktoren, sowie von Sektor 7, für die wir Avalanche die Schuld in die Schuhe schoben. Laut Ihrem Vater war dies alles notwendig für das Projekt Neo Midgar. Aber weder haben wir das verheißene Land gefunden, noch konnten wir irgendwie beweisen, dass es über... Mein Vater war alt und wurde ungeduldig. Anders kann ich mir sein Handeln auch nicht erklären. Jetzt bin ich dran. Es gibt da nämlich etwas, das ich schon die ganze Zeit fragen wollte. Wieso hat niemand versucht, meinen Vater aufzuhalten? Ich plane, den Konzern zu reformieren. Shinra wird stehen für Macht, Härte, Fortschritt und Erfolg. Und ich habe große Erwartungen an die Leute, die meinen Vater unterstützten. Nun zeigt mir die gleiche bedingungslose Loyalität wie ihm. Ja? Mach bitte auf! Okay. Wir suchen verlassenes Haus.
Was geht denn jetzt, ey? Elmira? Bist du Zack? Ja. Wo ist Aeris? Oben. Ach, das ist ein Rückblick, Alter. Ich dachte schon, die spielen jetzt schon wieder mit uns. Die Entwickler. Ich nehme sie mit nach Hause. Shinra beobachtet ihr Haus. Ich habe Gardisten gesehen. Inzwischen nicht mehr. Die haben jetzt wichtigere Probleme. Aber... Bei dir kann ich sie ja wohl kaum lassen. Doch, natürlich können sie das. Um Cloud habe ich mir... Das kann ich nicht. Du musst sie dir doch nur mal anschauen. Wie schmutzig sie ist. Siehst du das denn gar nicht? Tut mir leid. Dein Brief hat mir wirklich Sorgen bereitet. Und jetzt, wo ich sie hier so sehe... Ich habe einen Rollstuhl dabei. Aeris schiebe ich. Und du trägst dann Cloud. Schaffst du das? Klar, kein Problem. Das ist von Aeris. Ja, ich weiß. Aeris? Was hat sie? Aeris? Aeris! Hey, Elmira. Was ist? Was passiert hier eigentlich? Die Welt geht unter. Jedenfalls sagen das alle. Aeris? In welcher Richtung liegt Midgar? Grob gesagt, östlich von hier. Da drüben. Wie es wohl meiner Mutter geht? Als ich dort war, ging's ihr gut. Aber sie war besorgt. Ich bin eine furchtbare Tochter. Sie wird es verstehen, wenn du es ihr erklärst. Leichter gesagt als getan. Tja. Hey, 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 Leute, Leute, Leute. Warte. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, schreibt mir gerne mal als Codewort diesmal Bergsteiger in die Kommentare. Das passt ja wohl. Das passt ja wohl am besten, ne? Zu dem Party ein bisschen. Okay. Die Frage ist, wo sind unsere Leute, ey? Die kriegen gar nichts mit, oder was? Alles in Ordnung? Klar, sind nur ordentlich durchgeschwitzt.
Alles ausgekundschaftet? Nix gefunden. Und Materia leider auch nicht. Wir haben sie uns auch geschnappt, bevor sie es zum Reaktor geschafft hat. Und jetzt müssen wir aber schleunigst dahin. Die Kapuzenhainis sind bestimmt schon dort. Los! Okay. Die Kapuzenhainis. Auch kein Wort zu denen. Ey, wir hatten gerade einen fetten Fight so mit den Turks. Die sind wieder aktiv. Und, ach, Alter, sieht das geil aus. Boah. Aber man sieht, es ist Tapete wieder, glaube ich, oder? Oder ist es diesmal modelliert? Ich glaube, das ist sogar modelliert. Jetzt spätestens. Corals Makroreaktor. Ja, doch, doch, doch. Ist modelliert. Das interessiert gar nicht. Das interessiert einfach gar nicht. Ey, das sieht richtig heftig aus. Richtig heftig, oder? Weil dann kriegt man dadurch noch mehr so ein Bild davon, was es heißt, dass da ein Sektor. Oder in den Slums und so, in Sektor 7 der Reaktor hochgegangen ist. Oder allgemein so direkt in Midgard, hey, weißt du, wenn da einer hochgeht. Diese Typen in den Umhängen, wer sind die? Opfer von Shinra. Verstehe. Das haben sie wohl mit Wutai gemeinsam. Hm? Wieso das? Shinras Armee ist nicht nur in Wutai eingefallen und hat unsere Städte dem Erdboden gleichgemacht. Sie haben uns auch noch dieses Scheinabkommen aufgezwungen. Wutai wollte den Waffenstillstand doch auch. Die alten Säcke an der Spitze wollten ihn und haben es wie sonst auch einfach entschieden. Bisher sind ihnen immer alle brav gefolgt, aber dieses Mal hatten wir genug. Die Hoffnung des Volkes von Wutai ruhte auf Oberst Lodbrok und seinen Leuten. Drei ehemalige Soldaten auf Rachefeldzug. Sagt mir nichts. Lodbrok hat uns von den alten Fesseln der Tradition befreit und Wutai neuen Mut gegeben. Als dann einer seiner Vertrauten, ein Mann namens Saruf, sich uns anschloss, kam es zur Revolution. Und wir schufen eine Übergangsregierung. Revolution? Na, Hut ab! Wieso nur eine Übergangsregierung? Die richtige Regierung, die wird bestimmt, sobald Shinra besiegt ist. Und zwar vom Volk in fairen Wahlen, klar? Will heißen, wir sind dabei, das Wort Übergang endlich loszuwerden. Nicht schlecht, oder? Kommt schon! Okay. Boah, zieht euch das mal rein, ey. Das meine ich, wie riesig das rüberkommt, ne? Und dann geht so ein Reaktor mitten in der Stadt hoch, ja. Also diese ganzen Gegenstände, die wiegen einfach gar nichts, das ist so... Das ist so komisch, wie die immer direkt durch die Gegend kicken, als wäre das irgendwie so ein Fußball oder sowas. Hey, seht euch das an! Guck mal, ist das etwa alles Marco? Ja. Also, gibt es hier irgendwo eine gigantische Materia? Juhu! Ich hoffe, ich kann die auch alleine tragen. Hä? Was denn jetzt? Was denn? Eine Arma.
Sie ist ein Wächter. Es heißt, dass sie auftauchen, wenn dem Planeten Gefahr droht. Hojo hat es auf sie abgesehen. Sag mal, habt ihr das auch gesehen? Da war doch gerade eine riesige Materie an ihrem Körper. Ob es einen Weg gibt, sie irgendwie einzufangen? Einen Wächter des Planeten fangen? Hä? Willst du so eine riesige Materie etwa nicht haben? Gut, sie gehört sowieso mir ganz allein. Na dann mal viel Spaß damit. Wir gehen inzwischen weiter. Hey, sei nicht so fies! Warte nur auf mich, kleine Arma. Ich komme ganz bestimmt wieder. Dass sich eine Arma zeigt, beweist, dass Shinra den Planeten über alle Maßen zugesetzt hat. Sprich, Avalanche hat den Nagel von Anfang an auf den Kopf getroffen. Nicht? Stimmt doch. Ja. Aber Shinra ist nicht der einzige Grund. Sephiroth. Richtig? Kommt. Der Planet braucht uns. Tja, oh Mann, Alter. Ich muss sagen, Yuffie ist teilweise ein bisschen sehr anstrengend, oder? Jetzt gerade eben auf jeden Fall. Aber gut. Dieser Hojo ist sowieso, der ist mit der Schlimmste, ey. Der ist mit der Schlimmste, ey, wirklich. Mit seinen ganzen kranken Experimenten und Wesen, die er erschafft und ekelhafter Typ, ey. Tifa, was überlegt die gerade? Oh Mann, ja. Tja, ganz schön ruhig hier, ey. Korelmin oder Korelmin. Tja, ey, an sich ist der Trupp schon ganz cool, oder? Mit den Leuten, ey. Eine Kiste. 1700 Gil. Na ja, immerhin. Na ja, immerhin. Was ist denn das da? Eine Zugbrücke. Wir müssen sie runterlassen. Und wie bitte? Was denn? Hast du vielleicht eine Idee? Die Brücke lässt sich von dem Kontrollraum aus bedienen. Und wie kommen wir dahin? Durch die Mine. Ist aber seit Jahren unbenutzt. Keine Ahnung, wie es drinnen aussieht. Hey, wir beeilen uns ja schon! Jetzt wartet doch! Hey! Cloud! Hier lang!
könnte der Einfluss des Marco sein. Er sollte sich etwas ausruhen. Und während Cloud das macht, gehen wir die Brücke runterlassen, ja? Oh, warum nicht? Wir rufen an, wenn wir fertig sind. Ruh du dich bis dahin hier aus. Ha, na dann, Abmarsch! Okay, drücke Dreieck, um weit entfernte Shinra-Frachtkisten mit dem Wurfstern zu zerstören und so an die darin enthaltenen Gegenstände zu kommen. Okay. Wir gucken trotzdem einmal ganz kurz, was hier abgeht. Megatränke, ja damit. Tja, Sternanhänger. Nein, Mann! Immer dieses Punktgenaue. Geh doch daran jetzt. So. Okay, was haben wir hier? TP Maximum 200 erhöhen. Jetzt. Jetzt geht's los, Junge. Ja, damit. Dann haben wir den guten Barrett. Okay. Und tiefer. Haben wir noch irgendwas für 5? Ja, hier. Okay. Ah, es handelt sich wohl um ein Funkgerät. Okay. Dann können wir denen wahrscheinlich später Bescheid geben oder was? Geht schon. Ich brauche nur eine kurze Pause. Okay. Gut, okay, dann gehen wir. Dann gehen wir vor, oder? Also wie gesagt, ihr DLC war echt ganz cool so. Aber jetzt hier, wie gesagt, teilweise, gerade eben vor allen Dingen auch mit der Materie, die erzählen so, dass es ein Wesen ist, das nur kommt, wenn der Planet in Gefahr ist. Da ist aber eine richtige Materie! Ja, okay, verstanden. Ja, gut. Hast du verstanden, dass der verdammte Planet in Gefahr ist? Verstehst du das? Ja, ich habe eine richtige Materie. Egal, ich komme sowieso wieder. Ja, okay, gut. So, Yuffie nutzt, noch was? Yuffie nutzt, Wurfsterne. Okay. Wird erledigt. Die geht auch ganz gut ab, oder? Niemand entkommt mir. Junge, was für Schaden der Sackkopf macht, ey. Die Leine. Und hat nicht übel, oder? Naja. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Na gut. Damit. Aber erst müssen wir das Ding mit Strom versorgen. Okay. Der Schalter ist da vorn. Schwing dich damit hoch. Ist doch ein Kinderspiel für dich, oder? Gut erkannt. Ja, warte, machen wir sofort. Geht doch mal aus dem Weg jetzt.
So. Okay, Enterhaken. Du kannst nun die Interaktion Festhaken benutzen. Suche einen geeigneten Ort, der dem Enterhaken Halt bietet und drücke L2, um dich festzuhaken und an Orte zu gelangen, die du anders nicht erreichen kannst. Festhaken, heranziehen an das Objekt, springen, bla bla bla. Okay. Doppelviper. Okay, warte mal. Ich habe sie ja noch gar nicht ausgerüstet allgemein. Ach, guck mal, sie ist sogar Level 28. Warum hast... Okay, warum hat die ein Level mehr als alle anderen? Ne? Was soll das? Lassen wir das einfach mal so. Okay, haben wir noch eine Esper, die offen ist? Nee. Na, scheiße. Seid ihr beeindruckt? Super, oder? Ja, ja, finde ich auch. Aus dem Weg hier, komm ich! Toben wie der Tau im Zorn, ey! Also, die geht schon gut ab, ey! Die geht schon gut ab. Jetzt werde ich ungemütlich. Komm, der Ninja! Nimm das! Jetzt ist Schluss! Junge, wie viel Schaden, ey. Reiß dich mal zusammen! Zack! Nimm das! Ja, oh, scheiße, Mann. Gott, oh Gott! Liegender Wechsel! Rosa, ich übernehme! Dreckstück! Das tut weh! Sechab, ich seh dich! Hier bin ich, ein Barrett Spezial! Entschuldigung, es ist zu spät! Hart! Wirklich hart, was du für Schaden kassierst, ja. Sonst ist hier nichts in der Ecke? Echt jetzt? Kann man da irgendwie... Ah ja, ich wollte gerade sagen, ne? Das sah doch schon so aus, ey. Immerhin Smaragd, oder? Immerhin etwas. Gut, Freunde, ich würde aber sagen, wir machen hier Schluss. Stunden haben wir voll und ja, Freunde, wie immer, danke fürs Zusehen. Ja, der Bergaufstieg, muss ich sagen, war ein bisschen lang vielleicht. Ansonsten, es ist interessant. Es ist echt interessant, was noch weiterhin passieren wird, was für Änderungen geben wird und so weiter es geben wird. Ja, ich hoffe, ihr bleibt am Ball und unterstützt es weiterhin. Danke dafür an alle, die das tun. Wir hören uns, haut rein und tschüss.